Servus und hallo zu Black the Fall. Wir sind tot. Und wir müssen das Ganze wieder machen. Okay, aber das haben wir ja hinbekommen. Wenn das Robo-Viech, du gehst dahin. Und dann gehst du da ganz hinter. Ich gesagt, du sollst da ganz hinter jetzt gehen. Da. Ich ganz schnell weg. Und soweit war mal. Moment, kann ich da rauf? Kann ich da irgendwas erreichen da oben? Außer dass ich stirb, wenn das Viech kommt. Nein. Also, Edge, Minefunke und mein Funky. Sorry, ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Wenn ihr Lösungsvorschläge habt, immer her damit. Weil ich bin relativ planlos gerade. Kann ich da unten einfach durchkriechen? Das wäre jetzt natürlich der Hit, wenn das funktioniert. Nö, tut es nicht. Alles nochmal. Den ersten Teil, den wissen wir ja Bescheid, wie es geht. Roboterviech hierher. Roboterviech hier hinter. So. Das ist ja komplett easy hier. Also, weil Mr. Batch die Idee gehabt hat. Aber was mache ich hier? Wie kann ich denn den Laser überhaupt überwinden? Die nächste Frage. Muss da bestimmt mit dem Viech irgendwo hin. Mal, ja, er zoomt nicht drüber. Also, Ha! Alles klar. Okay. Jetzt wird der Schuh draus. Roboterviech hierher. Jetzt weiß ich ja, warum da ein Nest oben ist. Ja gut. Ha. Nein, oh, das war knapp. Okay, das war gut. Irgendwie. Hier wieder das Viecher. Mir gefällt das Spiel. Mir gefallen solche Rätselspiele und ich finde hier, dass es grafisch gefällt mir auch sehr gut. Das Setting ist, boah, interessant. So, wo lauf? Oh. Fichi, geh mal hier hin und schau, was passiert. Nix. Da fährt der Bus. Da fährt der Bus. Bus fahren wir nicht über den Haufen. Okay, wenn der Bus vorbei. Ich muss aufs Dach von dem Bus. Eindeutig. Erstmal im Bus aufhalten. Geht das? Nein, geht nicht. Nächster Bus. Hier, wenn ich zu der Haltestelle gehe, bleibst du dann stehen. Das wäre natürlich jetzt der Hit. Es geht ja eigentlich nur um die vordere Kamera, oder? Ja, mehr diverse Fragen.
Zum einen, wie soll ich deinen Namen aussprechen? Mine Funke oder Mein Funky oder nur Mine? Ich habe keine Ahnung. Zum zweiten habe ich gesagt gehabt, ob du das Spiel kennst und mir eventuell Tipps geben kannst, weil, ne? Und zum dritten habe ich kurz das Spiel erklärt, ist so, ja, 2D-Side-Scroller mit Rätselelementen, wie Limbo im Bund quasi. Ah ja, und das, was in anderen Streams immer so ganz böse als Backseat-Gaming geschimpft wird und so, mir scheißegal, das passt schon. Jetzt bin ich tot. So. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier. Muss ich. Jetzt schaue ich erstmal, ob ich hier aufs Dach irgendwie komme. Ah. Okay. Gut. Ja, manche Menschen sind da etwas empfindlicher, was so, wenn man die Namen falsch ausspricht, drum. Ne? Kann ich den Bus hier jetzt erstmal. Nein, kann ich nicht. Ich müsste hier, wenn ich bleib halt da stehen. Da, wenn ich das so mache. Kennst du Spiel nicht? Ja, ich finde es schön, dass du vorbeischaust und du kennst das Spiel nicht, du kennst mich wahrscheinlich, glaube ich nicht. Wahrscheinlich habe ich jetzt ganz was Böses gesagt. Und ja, freut mich, dass du trotzdem vorbeischaust und dir meine erbärmlichen Versuche zu spielen hier anschaust, weil es ist ja, ich habe absolut keine Ahnung, was ich tue. Fakt ist, ich muss hier. Jetzt habe ich den Hocker da zu weit drüben platziert. Muss ich vielleicht auf das Dach von der Bushaltestelle? Vielleicht. Geh da her, mach einen Hocker draus, geh da rauf, spring. Nein. Ah, tot. Also für Ideen jeglicher Art bin ich, wie gesagt, ich habe einfach keine Ahnung, was zu tun ist. Oder, ne? Die Vorschläge, hey, versuch mal das und das. Weil, wirklich keine Ahnung. Bin ich hier? Nein, da ist ja trotzdem die Kamera dann noch da. Da bin ich tot. Ah. Batch ist schon wieder soweit. Liefer mal Ideen. Ah. Schwierig, schwierig. Also ich hab ja nicht mehr einen Ansatz, wie es funktionieren könnte. Wahrscheinlich klappt es dann auch nicht, wenn ich eine Idee habe. Na, hier macht er auch nichts. Hier geht er nicht hin. Warum kann er. Da kann er doch durchschießen. Durch das Loch, aber. Bringt mir jetzt erstmal auch nichts. Hier, stopp, stopp. Ah. Nein. Bus stoppen mit Ruby? Gut. Das Problem ist, es ist ja ein 2D-Spiel und ich kann nicht nach hinten gehen. Und wenn der Roboter am Weg ist, ich kann den dann nicht mehr in einen Hocker umwandeln, wenn der so weit weg ist. Wo fährt er denn? Er fährt hier, er fährt hier. Ja. Also ich kann einen Roboter schon auf die Straße schicken, kein Thema. Nur ich kann den nicht in einen Hocker umwandeln, dass er da bleibt. Und von selber läuft er immer weg, wenn der Bus kommt.
Da am Eck bringt's nichts. Stoppt der Bus dann auch? Nö. Er ist. Also, wenn ich den jetzt einfach so auf die Straße schicke, läuft er einfach weg, bevor er überfahren wird. Ja. Ach! Alles klar. Hab mir einfach nur dumm angestellt. Einfach dranhängen und gut ist. Oh Gott, war das dumm. Ja, es ist wirklich zu simpel. Oh. Das ist jetzt schon mal ungünstig. Kann ich was machen? Nein, ist er Cutscene? Oh, nicht so gut. Wir wurden gefunden. Das ist schon mal schlecht. Wir wollten ja dem Arbeitsalltag entfliehen und aus der Fabrik ausbrechen. Das ist so die Story irgendwie. Ja, und unser Roboter ist weg. Das ist auch scheiße. Ja, liebe YouTube-Zuschauer, das war's schon wieder für die Folge. Ewig mit gebraucht, bis wir den Bus rausgefunden haben und jetzt sind wir eingesperrt. Ganz, ganz toll habe ich das wieder hinbekommen. Vielen Dank fürs Ansehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge.